Moin und herzlich willkommen bei Deichkultur. Mein Name ist Kusha und das ist Jasmin. Wir stehen gerade in Jever vorm Schloss und im Schloss könnt ihr drei Werke von Arthur Eden Sillenstede sehen. Das ist auch die Inspiration für unser heutiges Video und was wir machen, das erzählen wir euch jetzt. Natürlich gibt es aber auch noch viel mehr als drei Bilder. Viele befinden sich im Privatbesitz, aber einige sind auch im Archiv des Schlossmuseums. Gemeinsam haben wir sechs Werke von Arthur Eden Sillenstede herausgesucht und eine kleine Challenge gestartet. Wir teilen uns in zwei Teams und müssen nur mit Vergleichsbild und Titel den Entstehungsort hier in Jever finden und bestmöglich fotografisch nachstellen. Das Ganze dann am besten auch noch so schnell wie möglich. Es treten an Prusha und Jasmin gegen Karina und Mona. Es geht los. Ja. Kalt. Jasmin und Prusha sind schon gestartet. Wir haben ihnen ein bisschen Vorsprung gegeben. Wir haben die Stoppuhr jetzt gestellt und dann geht es los. Okay, wir suchen gerade schon mal das erste Werk und das ist nämlich am Wall. Und wir haben noch absolut keine Ahnung, wo wir ein blau-grünes Gebäude finden sollen. Ah, ich bin mega gespannt, ob wir alles finden. Ich habe mega Angst, weil ich mich hier nicht so gut auskenne. Aber wir steuern jetzt einfach direkt erstmal die Kirche an. Genau. Denn bei einem Bild wissen wir, dass da die Kirche in der Nähe ist. Und ja, das ist das Erste, wo wir genau wissen, wo wir hin müssen. Wir hoffen, wir sind gleich da und ja, mit viel Glück können wir direkt das Foto machen. Die Kirche ist halt echt nur so 2-3 Minuten vom Schloss entfernt. Aber jetzt haben wir gesehen, da ist Wochenmarkt. Oh Gott. Ich habe die ganze Zeit Angst, dass wir irgendwo vorbeilaufen und gar Stimmt. nicht wissen, dass, ja. Ich kann mir vorstellen, dass es auf der Seite ist. Also es könnte das im Hintergrund sein. Ja, was machen wir jetzt? Wir suchen mal weiter, vielleicht ist auch eins von da, das ist auch noch ein gelbes. Ja. So, wir haben jetzt mal auf das Bild geguckt und zwar sieht man im Hintergrund den Kirchturm. Das heißt, ich drehe mich einmal um. Na dran! Ah, seht ihr das? Ja. Also, wir können jetzt entweder von der Seite oder von der Seite das Foto machen. Bin mal gespannt, ob Mona und Karina das auch schaffen. Wir glauben, dass das Haus da vorne das Richtige ist, denn da ist ein schräger Baum und hier vorne ist auch ein schräger Baum. Es könnte sein, dass das unser Ausschnitt ist. Ich könnte wetten, das hat einfach eine ganz andere Farbe jetzt. Ja, kann auch sein. Klar, es könnte jetzt ja auch weiß sein. Es könnte sogar das blaue Gebäude sein, theoretisch. Und das Dachfenster könnte auch ausgetauscht sein. Ich weine gleich. Was davor? Da war übrigens ein Bild. Oh ja. Wow. Stimmt, warte. Wir nehmen jetzt mal das nächste Bild. Wenn man schon das eine nicht findet und vielleicht das andere. Okay, ein weiteres Update. Wir glauben, wir haben es doch gefunden. Wir sind einmal, ja, wir sind einmal rumgelaufen. Wir finden nichts. Wir haben ein Foto gemacht. Und jetzt machen wir das zweite Bild. Was ist unser zweites Bild? Unser zweites Bild ist. Momento. Rest dafür. Auf geht's. Und was hin? Tatsächlich! Oh mein Gott! Juhu! Oh, das ist ja nice. Also das ist echt ein Erfolgserlebnis. Ja. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber so sieht das Bild aus. Und so, das ist die Gasse. Also, wir sind schon echt. Ja, wir haben gerade schon gesagt, wir dürfen uns nicht zu sehr jetzt freuen. Dass wir uns jetzt ein bisschen beeilen, nicht dass sie sehen, dass wir hier stehen, weil wir uns gerade so freuen, dass wir wenigstens eins gefunden haben. Ja, doch, ich glaube, ich besser gut. Können wir es nicht hin. Wir haben es. Wir haben es, unser erstes. Ich finde, das Wetter passt auch perfekt zu dem Bild. Ja. Es ist total bewölkt heute und wir haben schon den ganzen Tag Angst, dass es anfängt zu regnen. Also drückt uns mal die Daumen. Aber zu dem Foto passt es gut, ja. Ja, okay. Ja, was machen wir mit dem anderen? Das mit dem Kirchplatz. Lass uns schnell hier weg. Vielleicht nehmen wir einfach das gelbe Haus, was wir vermuten, was es ist. Mhm. Oder das ist es vielleicht. Das ist es, glaube ich. Genau, das ist das Original. Und hier haben wir das Bild heute. Zwar ist das Gebäude jetzt nicht mehr gelb wie auf dem Original. Aber es sind drei Fenster, ein Dachfenster, eine Gasse ist daneben und ein Haus direkt anschließend daran. Das haben wir hier sonst so gut noch nicht gesehen. Genau. Deswegen haben wir uns jetzt für das entschieden. Mal gucken, ob es richtig ist. Dann geht's weiter. Okay. Hier, Christopher.
Da haben wir schon mal die Straße gefunden. Rösterföhr haben wir gefunden. Wir haben auch das Bild gemacht. Im Hintergrund seht ihr in etwa den Straßenausschnitt, den wir tatsächlich fotografieren mussten. Und unser nächstes Ziel ist die Provinzialschule am Kirchplatz. Finden wir. So, ein Straßenname wäre gut. Ja. Fällt auch hier am Laden. Da? Hier so lang. Große Burgstraße. Burgstraße hatten wir auch irgendwo. Ja. Okay, jetzt müssen wir die Wasserfortstraße finden. Wasserfort. Der eine Teil ist die Wasserfortstraße und der andere Teil ist die Burgstraße. Ach so! Oh, da steht hier beides. Ja, in die Richtung. In die Richtung, Wasserfort. Jetzt sind wir ja schon mal ungefähr richtig. Danke. Ja, da hat uns jetzt einfach mal jemand vom Balkon geholfen aus, ja, der gemerkt hat, dass wir so super lost aussehen. Okay, von weiter weg. Ja. Oh Mann, voll gut. Der richtige Lauf hier heute. Nachdem es so schlecht angefangen hat. Dafür nicht so geeignet. Also es ist zwar weitwinklig, aber das sieht fast ja aus wie so ein Panorama. Wow. Ich glaube, besser geht's auch nicht, weil der Elmann hier steht. Entschuldigung, können Sie bitte eben wegfahren? Ein Foto für dein Foto machen. Jetzt haben wir die Sonnenstraße, die wir ursprünglich gesucht haben. So, da Rösterföhr ja schon am Kirchplatz war, suchen wir natürlich jetzt auch nach der Schule. Wir glauben, wir haben es gefunden. Hinter dem schönen Fischhandlungstruck könnte unsere Schule sein. Könnte, wir wissen es nicht. Aber es sieht gut aus. Schwarzer Bär steht da drauf. Ah, nee. Ist doch ganz schlecht. Okay, wir gehen es gerade auf, kurzzeitig nach der alten Provinzialschule zu suchen. Wir haben zwei potenzielle Gebäude gefunden. Einmal das von der NWZ, aber das passt irgendwie alles nicht. Deswegen suchen wir stattdessen nach der Steinstraße und verschieben das Bild erstmal auf nachher. Ah, jetzt können wir erstmal die Maske abnehmen. Wir sind hier runter vom Wochenmarkt. Und jetzt suchen wir unseren wunderschönen Straßenausschnitt. Kannst du die anderen benutzen, Google Maps? Das wäre Cheating. Dass ich das irgendwie gegoogelt habe oder so. Ich hoffe nicht. Also ursprünglich haben wir gesagt, wir wollen nicht Maps benutzen. Ja. Ja, vielleicht gucken wir erstmal nach am Wall. Genau. Und vielleicht läuft uns dann die Sandannenstraße über den Weg. Also das ist ja bisher unsere Strategie. Wir laufen rum, suchen eigentlich was ganz anderes und finden dann eins der anderen. Hier sieht ja gar kein Haus so aus. Ja, ich werd wie komisch! Das macht doch hier auch irgendwie so einen Knick, habe ich gedacht. Also irgendwie sind wir dann nicht an der richtigen Stelle, glaube ich. Ich hätte irgendwie was ganz anderes. Also es gibt doch noch so einen anderen Teich. Aber der ist nicht hier. Weil ich weiß auch nicht, wo der ist. Der ist halt bei der Brauerei direkt. Ich bin so verwirrt. Wo ist bitte die Brauerei? Das ist so verrückt. Jetzt gucken wir mal auf diese blauen Schilder. Da stehen doch immer so Sachen drauf. Rathaus und so. Vielleicht steht da ja Brauerei. Schlossmuseum Schlachtmühle. Altstadt Rathaus. Ebenen. Brauereimuseum Daland. Wir laufen gerade noch ein bisschen weiter. Wir sind nämlich, glaube ich, in die falsche Richtung gelaufen. Wir suchen nach einem Hausdach, was komplett durchgeht. Ja, find das erstmal. Also wir glauben, dass wir unsere Steinstraße gefunden haben. Hoffentlich auch das richtige Bild, denn die Dächer, die sind nicht alle glatt. Das heißt, es muss irgendwas passiert sein mit den Dächern. Die Dächer wurden neu gemacht. Hoffentlich kriegen wir einen Punkt dafür. Ein. Ja. Wo sind wir? Ah, wow, hier ist es. Yes. Das habe ich die ganze Zeit gesucht, diesen Teil. Guck mal, das könnte doch theoretisch auch eine Straße noch sein, die wir suchen. Keine Ahnung. Sag an. Oh ja. Mein Gott, wir haben zwei Sachen auf einmal. Das ist ein bisschen verzerrt gemalt. Das liegt nicht an uns. Genau.
dann hatten wir jetzt am Wall, ne? Mhm. Als nächstes suchen wir jetzt die große Wasserstraße. Die große Wasserfortstraße. Die große Wasserfortstraße. So, den Straßennamen haben wir schon mal gefunden. Jetzt sind wir aber noch auf der Suche nach unserem Objekt. Aber der könnte auch sein dann, ne? Ja. Also das Problem ist, hier ist alles mit Bäumen zu. Man kann nicht sehen. Ich kann euch ja mal zeigen, wie schön das gerade aussieht hier. Wir müssen vielleicht auch erstmal auf der Seite lang gehen. Ja, die Perspektive kann auch einfach... Nee, die kann nicht stimmen. Das ist ja wie bei dem anderen Bild. Da war das, das ging ja auch nicht. Das war ja so Panorama. Es sei denn, das wurde irgendwann mal ganz neu angelegt. Ist das ein Hochformat, ja, ne? Ja, ja. Ach du Kacke, es sieht einfach überhaupt nicht so aus. Muss so passen. Okay, wir sind ja gerade nach da hinten gelaufen. Und uns ist aufgefallen, da ist es nicht. Wir sind jetzt einfach mal zurückgelaufen und ja, es ist ein bisschen peinlich, dass wir einfach an dem Gebäude vorbeigelaufen sind. Da vorne ist ein Café. Wir sind einfach an diesem Bistro-Rante vorbeigelaufen. Wir haben jetzt gerade unser 5. Bild geschossen, also fehlt nur noch eins, unser letztes. Das soll wohl in der Steinstraße sein. Leider haben wir absolut keine Ahnung, wo die Steinstraße ist. Also vielleicht müssen wir mal jemanden fragen. Ich habe irgendwie so die Hoffnung, dass es hier gleich um die Ecke ist. Ach, diese hier direkt, das könnte natürlich auch sein. Also da hinten war ein Schipper da runter. Oh mein Gott. War schön. Ja, das letzte. Jetzt geht's weiter. Wo gehen wir hin? St. Annenstraße. Unser letzter Stop. Okay, dann probieren wir mal. Dass die kreuzt hier. Aber wir glauben, wir haben es gefunden. Usha macht das letzte Bild. Und ich würde behaupten, wir können unseren Timer stoppen. Ja. Let's go. Also, wir sind fertig. Wir haben jetzt 1 Stunde 4 gebraucht. Wir haben hoffentlich alles gefunden. Wir haben ein paar definitiv gefunden. 100%. Und bei den anderen. Also, wir sehen uns dann gleich bei der Auswertung. Hier sind wir gerade am Wall. Immer noch am Wall. Ja. Und vielleicht diese Quergasse, oder? Mhm. Wir müssen wieder zu dem Herrn auf dem Balkon. Der war so hilfsbereit. Steinstraße! Nee! Oh mein Gott! Und hier haben wir letztens sogar geparkt, als ich hier Fotos gemacht habe. Oh mein Gott, warum erkenne ich das denn nicht? Ich glaube schon eher, dann ist nämlich da der Bauer, siehst du? Ich glaube, wir haben es. Ich glaube auch. Wir haben jetzt alle Orte gefunden. Aber doch schwieriger als gedacht. Aber ich glaube, so 3, da sind wir schon ganz gut. Ja. Die haben wir ganz gut getroffen. Bei den anderen 3 muss man mal gucken. Aber wer weiß, was die anderen haben. Ja, genau. Die Challenge ist vorbei. Nun zur Auswertung. Insgesamt können 7 Punkte erreicht werden. Es gibt 6 Motive, also pro Motiv 1 und 1 extra Punkt für die bessere Zeit. Da wir schon wissen, dass Jasmin und Pusha etwas schneller waren, gehen sie mit 1 Punkt Vorsprung ins Rennen. Bewerten wird das Ganze ein echter Arthur Eden Sillenstede Kenner, Andreas Grundei. Ja, hallo, mein Name ist Andreas Grundei. Ich beschäftige mich seit dem 16. Lebensjahr mit dem Maler Arthur Eden Sillenstede, der jetzt hier in dieser Region Friesland bei uns ein sehr bekannter Kunstmaler ist. Gut, dann können wir starten. Ja, kommen wir zum ersten Bild. Wir sehen hier die Lateinschule am Kirchplatz. Der Kirchplatz war ursprünglich der Neue Markt, wurde irgendwann umbenannt. Und die Lateinschule wurde 1593 gegründet und befand sich dort bis 1818. Das Bild von der Gruppe 1 ist exakt das Haus in seiner heutigen Form. Allerdings auf dem Foto sieht es so aus, als wenn das perspektivisch das Haus ein bisschen nach hinten kippt. Liegt eher daran, dass unter Umständen auch der Maler das ein bisschen anders gemalt hat, um das vorteilhafter ins Bild zu bringen. Aber es ist das richtige Haus, die Perspektive stimmt soweit alles, gefällt mir sehr gut. Von der Gruppe 2 das Bild ist nicht ganz das gleiche Haus, das steht 2 Häuser weiter.
ist also nicht gefunden, sage ich mal so. Aber auch ein interessantes Haus. Ja, kommen wir zum zweiten Gemälde. Und zwar hat Arthur Eden hier den Wall in Jever gemalt. Und er stand ungefähr auf Höhe der Brauerei und hat danach gegenüber über die Graft auf die Häuserzeile am Wall gemalt. Im Bild 1 sieht man heute, dass das Motiv kaum noch nachzustellen ist, da durch den Baumbestand alles zugewachsen ist. Auf dem Gemälde sieht man noch den Schlossturm, den Kirchturm und hier sieht man gar nichts. Insofern hat man null Anhaltspunkte. Das ist hier im Bild 1 die ungefähr richtige Position, auf dem vielleicht plus minus einen Meter, kommt sehr gut hin, leider kann man es nicht erkennen. Im Bild 2 ist es so, dass das Team noch ein Stück die Bundesstraße runtergelaufen ist und hat dann die Straße am Wall fotografiert. Also da war Bild 1 etwas richtiger. Ja, beim dritten Bild hat Arthur Eden die Straße Rösterfüller gemalt. Das war ursprünglich eine Nebenstraße zum Kirchplatz. Und der Kirchplatz war bis 1803 eigentlich eine Begräbnisstätte mit einer Mauer umzu. Und Röster ist eine ehemalige Bezeichnung, eine alte Bezeichnung für Rost. Und man vermutet, dass in den Boden ein Rost eingelassen wurde, um zu verhindern, dass nachts irgendwelche Tiere auf diesen Friedhof kommen. Das Team 1 hat die Straße gut wiedererkannt und auch die Perspektive sehr gut eingefangen. Auch hier sieht man, dass das Bild wahrscheinlich durch den Maler ein bisschen verändert wurde. Denn um die Perspektive des Hauses auf der linken Seite hinzubekommen, muss man die Kamera schon sehr hoch halten, was man auf dem Foto gut sieht. Und auf dem Gemälde sieht es eher so aus, als wenn der Maler im Sitzen gezeichnet und gearbeitet hätte. Ja, also sehr gut getroffen, Bild 1. Das Bild von Gruppe 2 zeigt eine andere Straße, das ist die Steinstraße, ist dann nicht gefunden. Beim nächsten Bild wird uns die St. Annenstraße gezeigt. Namensgeber der Straße ist die St. Annenkapelle. Das war ursprünglich im 16. Jahrhundert eine der vornehmsten Straßen der Stadt. Hier wurden von Fräulein Maria ab 1560 Münzen geprägt und hier wohnte man, wenn man Geld hatte. Und diese Straße ist vom Team 1, von der Gruppe 1, ganz gut eingefangen worden. Das erkennt man sehr gut wieder an dem großen Gebäude auf dem Foto links mit der Bäckerei. Die ist auf dem Gemälde auch noch drauf. Die Häuser links davor sind alle mal abgerissen worden in den 60er Jahren. In der Mitte am Bildhorizont ist auch die St. Annenkapelle zu sehen, die ein Namensgeber dieser Straße ist. Ja, ist sehr gut eingefangen. Ja, bei der Gruppe 2 ist es so, dass die Kamera dort ein bisschen weiter in der Straße war, sodass das Haus auf der rechten Seite, das gelbe Haus, fehlt und auch das Bäckereihaus nicht komplett zu sehen ist. Also ist ein bisschen zu weit vorne. Da ist dann halt in Gruppe 1 das Bild mein Favorit. Beim nächsten Bild sehen wir die Steinstraße. Das ist eine der ältesten befestigten Straßen der Stadt, die bis zum Hafen führte, als Jever noch einen hatte. Und diese Straße hat sich auch sehr verändert. Und zwar sind die Häuser, die man vorne im Vordergrund sieht, auf der rechten Seite, alle in den 60er, 70er Jahren abgerissen worden, waren halt sehr baufällig und damals dann halt Schandflecke in der Stadt. Und man war froh, als die dann wegfahren. Heute sieht man es vielleicht mit anderen Augen, dass man sagt, warum hat man es nicht erhalten, wird eine schöne Altstadt ergeben. Ja, und in diesem Sinne ist dann auch die heutige Ansicht eine ganz andere. Und es ist dann schwer, die Straße wiederzufinden. Auf dem Bild der Gruppe 1 ist die Straße wiedergefunden. Auch wenn man jetzt hier in der Tat nicht ein Haus auf dem Foto sieht, was auf dem Gemälde ist, ist es die richtige Straße. Und in diese Straße rechts ab biegt der Hopfenzaun. Das ist dann die Straße, die die Gruppe 2 fotografierte. Und es ist dann nicht ganz richtig. Der Hopfenzaun ist aber auch ganz interessant. Da wurde ursprünglich der Hopfen angebaut für die Brauerei. Ja, kommen wir zum letzten Bild. Es wird uns hier auf dem Gemälde die große Burgstraße gezeigt. Also die große Burgstraße zweigt rechts ab. Links geht es auf den Kirchplatz. Und der Standpunkt ist die große Wasserfortstraße. Und von der Gruppe 1, die Fotografie, da verdickt jetzt leider
das Postauto den Blick in die große Burgstraße rechts. Es ist aber relativ gut getroffen, was man auch an dem weißen Haus auf der rechten Seite, das ist die Pastorei, dass man da ganz gut erkennt, dass so ungefähr der Giebel im selben Winkel liegt. Perspektivisch würde ich sagen, dass der Maler da auch noch so ein bisschen sich die Freiheit nahm, das sehr viel, fast wie ein Panorama, aufs Bild unterzubekommen, was dann mit einer Kamera schwer möglich ist oder sich dann halt auch durch die Brennweite verzerrt. Bei der Gruppe 2 ist es so, dass da der Fotograf ein bisschen zu weit rechts stand, sodass sich der Giebel von der Pastorei schon ein bisschen zur Seite neigt, also gar nicht, überhaupt gar nicht zu sehen ist. Von daher gefällt mir hier das Bild von der Gruppe 1 besser, es ist treffender. Perfekt wäre es gewesen, wenn das Postauto da nicht gestanden hätte. Unsere Challenge ist ja beendet. Unser Gewinner und unser Verlierer stehen jeweils fest. Und wenn ihr wissen wollt, was Jasmin und Pusha jetzt machen müssen und wie sie sich natürlich geschlagen haben, dann schaut ihr einmal bei Instagram vorbei. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei Deichkultur.